Hallo und herzlich willkommen zu Part 37 von Dauntless. Ich hoffe, mein Aufnahmegerät schnurrt. Meine Aufnahmesoftware schnurrt, hoffe ich, denke ich, läuft und so weiter. Jo, bla. Jo, was habe ich gemacht? Und zwar habe ich seit dem letzten Part wieder ein paar neue Waffen mir zusammengebaut. Nicht diese, die man hier sieht. Ich habe ein bisschen mit dem Hammer gespielt, ein bisschen mit dem Speer, um auch diese wöchentliche Quests abzuschließen. Dann hier oben sieht man es vielleicht. Hier oben links neben den 380, also 380 Waffenstärke oben, das orangene Kästchen oder wie man es auch immer nennen soll, also rechts, links oben im Bild praktisch von dem Hammer, sieht man ja so ein komisches Augensymbol oder wie man es auch immer nennen will. Ja, und das hat damit zu tun, ich habe jetzt hier mal Transmog angewendet. Und zwar hier, kosmetischer Gegenstand, den habe ich über diesen Season Pass freigeschaltet. Und diese Sachen kann man automatisch auswählen, ohne dass man so einen Transmogstein verwenden muss. Hier unten bei andere Hämmer, da muss man diesen Transmogstein verwenden, um den dann optisch dementsprechend anzupassen. Und hier bei diesen Season Pass Geschichten anscheinend nicht. Jo, es kostet auf jeden Fall nichts. Und so habe ich es auch bei den Pistolen gemacht, die wir gleich wieder sehen werden. Jo, was habe ich noch gemacht? Ich gucke mal gerade auf meinen Zettel. Jo, die Optik gleich verändert, einige Waffen gebaut, mehr habe ich nicht gemacht. Ich wollte eigentlich nur irgendwas erzählen, aber ich habe es wie immer vergessen. Die Quest habe ich abgeschlossen, hier, und die Catherine Sorrel ist auch wieder am Start, also sie ist wieder hier. Die Cav ist nicht weiter vermisst, die Quest hier alles erledigt, also ich habe meine Waffe verstärkt, die Pistolen habe ich verstärkt auf 460 oder 469 oder so irgendwas, keine Ahnung, auf jeden Fall haben wir das jetzt geschafft, bekommen da auch noch einen goldenen Slayer-Kern dafür, dass wir hier die Quest abschließen. Oh, die Cav ist wieder da, sie hat mir ein Signal geschickt und sie ist da und so weiter. Wunderschön. Oh, wir bekommen von ihr keine neue Quest. Das hätte ich jetzt doch angenommen eigentlich. Den goldenen Slayer-Kern gucken wir uns auch gerade an. Ich habe schon richtig, also zumindest mal eine richtig coole Idee, was eine Skillung angeht mit den Pistolen. Da freue ich mich schon drauf. Ich glaube, die ist so im Internet nicht zu finden ist, behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, der neuen Leben, Zell der Kondition und so weiter, Wutjäger und bla. Kann sein, bis dieser Part raus ist, dass ich da den schon ein bisschen zeigen kann. Ich habe auf jeden Fall meine Ausrüstung oder meine Zellen hier schon etwas verbessert. Ich habe jetzt schon sinnvollere Sachen hier drin, wie hier zum Beispiel Zelle der Schärfung. Aufnahmegerät, nimmst du auf? Bitte, bitte mach's. Ja, und ja, so ein paar andere Dinge. Dann auch noch in den Kommentaren stand es ja auch schon drin. Da hat mir jemand empfohlen, dass ich den Dornenschritt benutze. Oh, ich muss eh hier hoch, super. Da kann ich das gerade nochmal zeigen. Dass ich den Dornenschritt benutze, das soll wohl einer der besten. Ich glaube, ich habe ihn sogar schon hergestellt. Oder habe es vielleicht auch schon erwähnt. Ich habe ja hier im borealischen Marsch gespielt. Mit dem Eisgeboren drin. Ist sicherlich auch cool. Kann man sicherlich machen. Aber der Dornenschritt ist halt schon richtig heftig. Hier ist er. Der hat nämlich Raubtier und eine Technikzelle. Ja, das ist auf jeden Fall cool. Aber es kann sein, dass ich trotzdem mit einem anderen spiele. Ich weiß nicht genau. Ich muss es mal noch angucken. Ich habe auf jeden Fall echt eine coole Idee. Und bin mal gespannt, was ihr von diesem Bild dann halten werdet. Wenn ich es dann mal zusammen habe und wenn ich diese ganzen Utensilien bzw. Zellen zusammen habe. Da bin ich im Moment ziemlich dran. Wie kann man das schaffen, dass man die Zellen halt relativ schnell bekommt? Ja, also schnell ist, ja, dass man sie bekommt. Und zwar habe ich mal geguckt hier bei den Belohnungen. Und zwar, wenn man jede Waffe auf Stufe 14 bekommt, hier, dann bekommt man immer vorher einen goldenen Slayer-Kahn und einen goldenen Offensiv-Kahn. Und das bei jeder Waffe macht, ich denke, dann dürfte man so ziemlich viel zusammen haben. Beziehungsweise, das war mein Handy, beziehungsweise, soll ich das mal leise machen? Bestimmt. Jo, was wollte ich jetzt sagen? Ja, beziehungsweise so viele Zellen dabei zu haben, dass man die cool verschmelzen kann. Es kann jetzt auch sein, bei der nächsten Stufe, die freigeschaltet wird, ich glaube bei dem Heroic Plus, glaube ich, dass es so heißt, dass dann auch direkt die Zweier- und Dreier-Sockel halt auch fallen und dass dieser Tipp dann uninteressant ist. Aber ansonsten denke ich, das ist ein cooler Tipp, dass man jede Waffe da auf Stufe 14 dann eben bringt. Und man bekommt ja vorher bei den Biomorphs dann ja auch noch irgendwelche Freischaltungen. Hier sieht man das ja auch. Wenn man die Biomorphs dann legt, jetzt hier, wenn ich auf Stufe 18 komme, da bekomme ich wieder einen Goldzusatzkern, Zusatznutzenkern, ja, etliche Male noch. Naja, zweimal, dreimal. Ja, das dauert also schon, bis man da hier am Schluss noch ein bisschen.
und ganz am Schluss noch ein Gold-Defensiv-Kahn. Ja, also es ist gar nicht mal so leicht, die ganzen Sachen zusammen zu bekommen. Ich bin mal gespannt. Bei den Monstern ist ja bisher Stufe 1 und 2 manchmal getroppt, sage ich mal. Jetzt oft kann man nichts sagen, aber manchmal. Ja, und vielleicht haben wir da bald die Möglichkeit, Stufe 2 und 3 getroppt zu bekommen. Ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt. Gucken wir mal, was die macht. Ich brauche einen Helden. Grüße, Slayer. Aha. Erjage mächtige heroische Behemoths mit Rüstungsschmieden Moira, Hexketter, Rockfallsgarn heroisch, Bloodfire, Emberman heroisch und Deadfrost Boreos heroisch. Heroisch. Aha. Habe ich gesagt, ich brauche einen Helden, bla, ja, bla und so weiter. Schade. Habe ich das noch nicht gemacht? Habe ich die noch nicht gelegt? Echt? Keine Ahnung. Ja, werden wir das mal machen. Warum laufe ich jetzt da runter? Ist eigentlich unnötig. So, hier gucken wir mal auf die Karte. Ich dachte eigentlich, dass ich die schon mal gemacht hätte. Brand-BMOs, hier gut, ein heroischer Bloodfire-Emberman. Oh Gott, aber da bräuchte ich, glaube ich, auch diese Schwanzgeschichte da von ihm. Soll ich das machen? Oh Gott. Deadfrost Breus ist ungefähr genauso ätzend und ein Rockfallsgarn ist ungefähr genauso ätzend. Ich bin trotzdem beim heroischen Rockfallsgarn. Den haben wir, glaube ich, vor ein Part oder so gesehen. Machen wir den hier mal. Der ist zwar ultra nervig, aber ja, mal gucken. Ich werde schon meine Ausrüstung ein bisschen ändern. Und zwar, ja gut, normalerweise soll man den mit dem Hammer spielen, aber wir haben es das letzte Mal ja schon gemacht. Ich bin hier beim Emberman, was rede ich? Jetzt war ich geistig beim Rockfallsgarn, das ist ja Quatsch. Ja, der Emberman, hier sieht man es, 467 Angriffsstärke. Da werden wir jetzt halt eben logischerweise trotz allem den Blizzardlauf reinnehmen. Ich kann ja mal gucken, ob ich den noch aufwerten kann. Kapazitätsgriff ist auf 8, Schmones Prisma auf 10. Ich gucke mal, ob ich da noch irgendwas ein bisschen aufwerten kann vor dem Kampf. Ja, der ist schon relativ nervig. Der Bloodfire, wenn man gut heroisch ist, er nur ein bisschen stärker. Man kann eigentlich relativ gut ausweichen, aber er ist echt richtig Nervsack halt einfach. So, Kapitänsgriff, nee, da ist nichts zu machen. Hochgeschwindigkeitskammer, also da brauche ich die unvergleichlichen Arksteine. Aber da geht es da direkt wieder weiter. Hier genauso beim schmorenden Prisma. Jo. Und beim Inferno-Lauf, naja. Zumindest mal so ähnlich. Hier steht es ja, schwelender Schwanzstachel, schimmernder Arkstein und stumpfer Arkstein fehlt hier noch, um das auf Stufe 10 zu bekommen. Und hier fehlen stumpfer und schimmernder Arkstein. Ich glaube, das war im letzten Part schon so, die habe ich jetzt nicht mehr gefarmt. Ja, heroischer Bloodfire-Emberman, ich denke, der ist sehr beliebt. Da wollen bestimmt einige mitzocken. Schade, ich dachte jetzt direkt, wir kommen in die nächste Questline, oder nächste Stufe rein. Aber dem ist noch nicht so. War ja, glaube ich, in der Stufe unten drunter ganz genauso, dass man zuerst ein paar heroischen Monster legen musste, in der Hauptquest praktisch. Und dann kam ein anderer Typ und meinte, oh, leg mir bitte auch noch 3 Monster. Ja, und das haben wir dann ja auch gemacht. Und ich glaube, dann war es soweit. Dann kam man in der Hauptquest 1 weiter sozusagen. So. Und dann bin ich mal gespannt. Ich glaube, wie gesagt, den Bloodfire Emberman bin ich mal gar nicht sicher, ob wir den schon im Let's Play gesehen haben. Keine Ahnung. Kann auf jeden Fall spannend werden. Da läuft wieder jemand mit der Knerscher-Rüstung rum. Das andere ist die Shrike-Rüstung, oder? Kann das sein? Ich glaube schon. Schrieke! Ja, und ich dann mit meiner schönen blauen Krabbenrüstung. Ja, da kommt noch jemand. Sehr schön. Der ist kampfgeschmiedet. Das Wort. Oh, den muss ich direkt mal einladen in die Gilde. Das Wort. Jo, ganz klar. Ist ein Epic-Freund natürlich jetzt ganz klar und wird auch in die Gilde eingeladen. Wahrscheinlich geht er jetzt wieder raus, wie immer, wenn ich die Leute einlade. Die wollen mit mir nichts zu tun haben. The Bloodfire Emberman. Oh mein Gott, wie ich ne gehasst habe auf Kamera. Ja, und ich denke, die anderen zwei Monster, was war es noch, den Rockfallsgarn haben wir schon gesehen, den werde ich dann off-Kamera widerlegen, außer wenn da ein super geiler Drop ist, dann hole ich euch wieder mit, dass ich euch das zeigen kann. Und was war das andere nochmal? Auch so ein Nervsack, achso, der Boreos, den haben wir ja auch schon gesehen. Cooler Helm. Ja, da macht er auch ein bisschen was mit Transmog und so. Das ist, glaube ich, der Transmog-Helm hier auf Stufe 50, glaube ich. Das, was man hier rechts sieht. Das Wort. So, das Wort. Dann leg mal ein Wort ein, dass es losgeht.
Ja, wir sehen ja, dass du optisch ganz cool aussiehst. Er ist natürlich jetzt motiviert, weil ich ihn eingeladen habe. Da ist er doch. Wunderschön. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Ich freue mich echt schon drauf, wenn ich euch diese Skillung zeigen kann. Ich habe mich nicht gespoilert. Es gibt natürlich schon ein paar Skillungen im Netz und so. Über die ein oder andere bin ich auch zu Anfang mal gestolpert. Da habe ich teilweise wieder auch Sachen vergessen, was die Pistolen angeht. Ja, weil das alles noch viel zu neu und frisch für mich war. Jo, aber jetzt, da habe ich schon coole eigene Ideen praktisch aufgebaut und ja, bin mal gespannt, auch ob sie funktionieren. Ich weiß nicht genau, ob sie funktionieren. Ja, bin ich einfach mal gespannt. So, die Musik ist schon mal ziemlich krass unterwegs. Ist er schon da? Nö. Wir springen direkt wieder hier rechts hoch. Ne, hier unten, das ist jetzt die neue Map, die hinzukam. In Anführungszeichen. Und dann gucken wir mal, was der Bloodfire Emberman uns entgegenzusetzen hat. Ich bin echt mal gespannt. Mit dem Heroisch Plus werden dann alle Monster, die die Vorsilbe tragen, wie ich sage, den Vornamen tragen, werden die dann alle wieder eins stärker oder was? Oder gibt es dann diesen, die auch wirklich stärkeren Monster? Also hier diesen, wie heißen sie? Ja, die fortgeschrittenen Monster, sage ich jetzt einfach mal. Nicht die Embermans und nicht die Skarns dieser Welt. Wie heißt denn das Vieh nochmal am Schluss? Ja, sowas wie Scarif oder sowas. Scrave. So. So, bin ich mal gespannt, wie das jetzt läuft. Der war immer sehr, sehr wild unterwegs. Ja, wir haben keinen Hammerspieler dabei. Das wird eine wilde Folge, kann ich euch sagen. Stellt euch auf viel Gedreherei ein. Oh weh, oh weh. Ach du Scheiße. Der ist hier komplett aggressiv unterwegs. Nee. Nein. Oh weh, oh weh, oh weh. Da kann was werden. Ja, aber das ist halt echt blöd bei dem, wenn der so da rumrennt. Gut, der Speerspieler kann ihn, glaube ich, auch unterbrechen mit seinem Schuss oder sowas. Könnte er ihn, oder? Unterbrechen, wenn er so da rumrennt. Müsste doch eigentlich. So, haben wir mal ein bisschen Schaden gemacht, wenigstens. So, vom Angriffsmuster her ist er gar nicht, jo, so schwer. Ah, das habe ich auch wieder geändert. Und zwar auf den Pistolen ist ja auch immer diese Beweglichkeitsgeschichte drauf. Den Beweglichkeitssockel, sage ich jetzt mal, wo man die Beweglichkeitszelle reinmachen kann. Und da habe ich jetzt. Wo ist denn jetzt hin? Ah, der macht mal einen kurzen Ausflug. Da habe ich jetzt das reingesockelt plus 3, dass die Ausdauerkosten reduziert sind beim Rollen. Dass ich da 30% weniger Ausdauerkosten habe. Jetzt hat er sich hingelegt. War das mein Berg? Nee, oder? Glaube ich immer nicht. Bäm, da hauen wir mal ein bisschen Schaden rein. Wunderschön. Wunderschöner Schaden. Echt schade. Ich habe die Folge eigentlich nur aufgenommen, weil ich heute noch ein bisschen zocken wollte, auch off-Kamera. Und habe gedacht, oh komm, nimm die Folge auf. Da geht es bestimmt weiter in Heroisch Plus und da kannst du schon ein bisschen vorfarmen und so. Traumhaft. Aus dem Plan wurde nichts. Stattdessen darf ich meine drei Lieblingsmonster noch einmal spielen. Traumhaft, echt. Ja, komm, jetzt nerv nicht rum. Ach, und ich habe meine Tränke nicht aufgeladen. Ach, ist das wieder so schön. Ja, ist das so gut vorbereitet. Traumhaft. Traumhaft, Wahnsinn und schön. So, und erbrochen kriegen wir den irgendwie auch gar nicht. Habe ich so das Gefühl. Ich mache hier gar keinen Schaden. Hallo, komm mal näher ran hier. Ich würde gerade sagen, so langsam müssten da mal wieder Schadenszahlen hochsteigen. Oh mein Gott. Sieht nicht gut aus, Leute. Ja, stellt euch auf 10 Minuten hin und her gerenne ein. Oh Mann, ich will nicht brennen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nee, das sieht echt nicht gut aus. Das meinte ich, habe ich glaube ich auch vor ein, zwei Parts mal erwähnt oder ist schon länger her. Da habe ich es erwähnt von wegen, dass die Gruppenzusammensetzung manchmal auch relativ wichtig ist und sinnvoll sein muss und so. Und hier finde ich sie gar nicht so geil, ehrlich gesagt. Weil es jetzt so geht, wenn man ihn unterbrochen bekommt. Vielleicht ist er auch einfach nur nervig. Da kotzt er wieder. Da kotzt er.
Ja, wenn man eine verwundet bekommen da vorne. Ich glaube, da hat er schon eine Wunde oder sowas. Oder zumindest mal was Ähnliches. Er ist da relativ angeschlagen. Das sieht man oft schon. Vorne an der Front, an seinem Horn. Vielleicht schaffen wir es ja auch irgendwie, dass er nicht mehr so agil ist. Aber ich denke, da müssten wir eher auf die Beine gehen oder sowas. Dass er da so ein paar Sprintangriffe weniger macht. Wenn das überhaupt funktioniert. Ich denke, man muss ihn halt relativ häufig unterbrechen und zum Stehen bringen und so weiter. Das ist halt wichtig. Ja, sag ich mit meiner ganzen Erfahrung. Vorher hatte ich in dem Beweglichkeitssockel hatte ich drin, dass irgendwie beim Ausweichen, bei Monsterangriffen, dass ich da Ausdauer zurückgewinne. Das ist auch nicht schlecht, klar. Aber ich habe jetzt nicht richtig drauf geachtet, wann das ausgelöst wird und so weiter. Ich fand das jetzt eigentlich eine bessere Lösung, vor allem weil ich das dauerhaft habe. Auch wenn das Monster vielleicht nicht mich nur im Fokus hat, sondern auch einen anderen Mitspieler oder so, weil ich ja doch mehr mit mehr Spielern spiele als alleine. Ich denke, diese andere Fähigkeit ist besser, wenn man alleine spielt. Da hat man Dauer-Aggro von einem Monster und wenn man dann natürlich ausweicht und bekommt Ausdauer wieder gut geschrieben sozusagen, dann ist das natürlich geil. Aber hier ist ja praktisch nur jeder vierte Angriff wird auf mich stattfinden, statistisch gesehen. Ja, jeder dritte oder vierte Angriff, je nachdem, ob ich Pech habe oder eben nicht. So. Jetzt könnte ich doch mal einen Buff legen. Ah, da ist doch was gebrochen, glaube ich, oder? Ja, da liegt was. Das haben wir. Schwelende Bluthaut und ätherische Kronplatte und was weiß ich. Keine Ahnung. So, von meinem Gameplay her passt das schon. Ich habe den schon halbwegs im Griff, aber die anderen fallen da relativ häufig um. Das ist nicht so geil. Lasst mich nicht alleine gegen den. Oh, wir sind schon bei 60% Bedrohung. Oh, weh, oh, weh. Ich gehe den mal aufheben. Da gehen wir mal Tour aufheben. Ich brenne, ich brenne. Ah, ich bin ultra hoch erhitzt, sozusagen. Smack Dragon. Smackdown habe ich da gerade gelesen. Oh, Mann, ey. Jetzt gehe ich die nur aufheben die ganze Zeit, oder was? Ne, das da bringt es auch gar nicht. Alter, die leben ja wirklich nur Sekunden. Die fallen da um wie die Mücken. Das da wird spaßig. Oh mein Gott. Das da wird was. Ja, das Jawort ist wieder aufgestanden. Ist natürlich, wie ich es schon oft erwähnt habe, mit den Pistolen auch ein bisschen einfacher als jetzt zum Beispiel mit Speer und so weiter. Das muss man halt auch sagen. Ich kann mich schön aus dem Kampf zurückhalten. Spiele noch nicht mal so effektiv, weil normalerweise muss ich ja nah ran, um ordentlich Schaden zu drücken, sag ich mal. Aber es ist bei dem Kamerad jetzt auch nicht immer so einfach. Hier die Geschichte, dass ich da an ihm nachlade, um den Bonus zu bekommen. Aber ja, man kann es ja auch so spielen. Ich muss ja nicht nah ran. Auch die Speerspieler oder sonst was können ja auch mal defensivere Spielvarianten haben, dass sie sagen, okay, ich gehe weg, wenn es für mich zu gefährlich wird. In der Phase machen sie ja auch keinen Schaden. Deswegen darf das einem Pistolenspieler ja auch mal zugestanden werden, sage ich mal. Dass er auch nicht immer optimal nachlädt. Oh mein Gott, oh Gott, nee, das da wird gar nichts, liebe Leute. Deswegen sage ich, es sind die drei Lieblingsmonster. Das sind die Monster, die Stand heute relativ fail-anfällig sind. Weil da kommen noch nicht so viele Spieler drauf, klar. Auf die Viecher. Beim Warcrawl's Gun habe ich mir auch lange Zeit ein bisschen schwer getan, sage ich mal. Obwohl der gar nicht so schwer eigentlich ist, aber ja. Das ist immer so leicht gesagt. Jetzt ist er abgehauen, oder? Ja. Jetzt können wir mal wieder aufheben. Vielleicht schaffen wir es, ja? Ich bin gespannt. Bam. Bin mal gespannt, wie lange die Jungs dabei bleiben jetzt. Ach, das Wort hat eine Gilde, sehe ich gerade. Schade. Das hätte er zu uns können. Ja, das gilt für euch genauso. Ja, schreibt mich ruhig an, wenn ihr zu uns in die Gilde wollt. Montix YouTube aneinander geschrieben, falls ihr das irgendwie suchen könnt, etc. Der hat doch hier runter geguckt, oder? Hat er doch. Ich glaube, der hat sich hier runter. Ja, da unten ist er ja auch. Da ist er. Ja, oder mich einfach anschreiben mit meinem Gamertag, etc. Ist auch Montix YouTube auf der Xbox oder bei YouTube anschreiben. Und so weiter und so fort. Und ich lasse mich hier umboxen. Fängt ja super an. Wo ist denn der? Oh, hui. Nett. Echt nett.
Oh Gott, jetzt wollte ich mich gerade heilen, macht er die Drehung und greift mich an. Ich dachte eigentlich, der greift den anderen an. Hallo, ich würde mich gerne mal heilen. Das ist ja Wahnsinn. Der dreht ja komplett am Rad gerade. So, wenn wir mal die Phase nutzen würden, um mal was zu crashen, dass der mal hinfällt oder so. Oh Gott. Ne, echt läuft bei uns. Also, hat ihn wieder aufgehoben. Wo ist der Typ? Ah, da hinten. Immer linker Stick nach reindrücken. Dann kann man wieder anvisieren. Gibt es bestimmt auf der PlayStation, PC genauso die Möglichkeiten. Ist jetzt was gebrochen? Nö, sah gerade so aus irgendwie. Oh, das war ein gutes Ausweichen, sag ich mal. Halbwegs sinnvoll. Ach, jetzt habe ich nicht aufgepasst, weil ich den aufheben wollte. Mein Gott, geh mir doch nicht auf den Keks, Alter. Wahnsinn, ey. Nervt der da rum? 96%. Wir sollten ihn vielleicht noch aufheben, wenn es geht. Jetzt werde ich wahrscheinlich selbst umgehauen. Ja, genau. Ich war noch unter den 100%. Deswegen kann ich ihn noch aufheben. Noch ein letztes Mal. Und da wird das wahrscheinlich ein Fail. So, ich gucke mal, dass ich mir die Heilung abkassiere. Ich habe so das Gefühl, dass ich am längsten überleben könnte von allen. Da liegt schon der Erste. So, und dann gucken wir mal. Stellen wir den Eisenhautmast da auf und wegen mir auch den Heilungsmast. Oh mein Gott. So, jetzt hätte ich können vielleicht auch noch ein Stück vorher machen, um alle ein bisschen zu retten. Das wäre vielleicht auch clever gewesen. Statt den Quatsch, den ich da gemacht habe. Komm, Wort. Siehst du die Mäste nicht? Schau nach den Mästen. Ist auch schon cool, wenn man so ein bisschen supportmäßig unterwegs ist. Macht auch Sinn. Wenn das jetzt alle gemacht hätten, hätten wir vielleicht auch ein bisschen weniger Probleme. Wobei man auch sagen muss, wenn ich den vierten Trank mitnehme, kann ich zumindest mal meine Gruppe auch ein bisschen heilen, sofern sie ein bisschen Schaden macht. Hey, das ist Wahnsinn, wie der da rumbrettert. Das ist ja echt irre. Der ist ja komplett durchgedreht, der Kerl. So, komm her, das Wort. Nein, nein. Aber ich wusste es einfach, wen ich für unsere Gilde einlade. Ich wusste, der kann's. Ja, der ist auch immer lang am Leben. Ich glaube, der ist auch noch gar nicht umgefallen, oder? Aber ist, glaube ich, auch, ja genau, auch ein Pistolenspieler. Ist einfach auch ein Tick einfacher, das muss man auch sagen. Ach komm, das war mies. Macht der da ganz brutale Moves. Stirb! Stirb, Raumschiff. Da war doch mal was. Brich. Stirb und brich. Oder ähnliches. Ist Wundschaden eigentlich effektiver Schaden? Das weiß ich bis heute nicht. Weil jetzt die, zum Beispiel die Speerspieler haben es ja nicht geschafft, ihm eine Wunde zuzufügen. Sofern ich das richtig mitbekommen habe. Und da wäre ja schon die Frage, ob das dann halt so effektiv ist, wenn man vorher nur Statuseffektschaden gemacht hat. Aber ja, die Frage werde ich wahrscheinlich demnächst mal beantworten können. Ich musste Loot holen. Schwelende Bluthaut. Und nochmal einen Arkstein abkassiert. Und ich habe einen aufs Maul bekommen. Bin ich schneien? Warum? Wo ist das Wort? Wo ist das Wort? Ist der runtergefallen oder was? Keine Ahnung, ich sehe ihn irgendwie nicht mehr. Und irgendwie bekomme ich Dauer-Aggro. Was macht er jetzt? Nashorn-Aktion. Oh, das hasse ich ja an den Pistolen, wenn die nachladen. Einfach so. Da muss ich echt drauf achten. Oder das mal ein bisschen mein Gameplay mit einfließen lassen. Nein! Bleib doch stehen! Das Wort, wo bist du? Ich mach mal hier den hier. Vielleicht weiß der nicht mehr, wo er hin muss und ist irgendwo runtergefallen oder so. Und ich habe es nicht mitbekommen. Ach, da ist er ja wieder. Ah, das wollte ich gerade auch machen. Haben wir doppelte Heilung, bitte. Ich weiß nicht, ob das jetzt doppelt wirkt auch. Du musst wieder aufstehen, Virgin. Virgin, steh auf. Lass mich nicht alleine. Oh Gott, wie schlecht. Lass ich mich da umklatschen. Oh, das Wort ist rausgegangen. Super geil. Der glaubt nicht an mich.
Dass ich da mal nicht täuscht. Bitte. Ja, die anderen zwei hätten schon ein bisschen besser spielen müssen. Sorry, Jungs, ist halt so. Da muss schon ein bisschen mehr kommen. Aber jo, das war mir auch schon so gegangen. Ist kein Problem. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das irgendwie hinbekomme. Aber das wird jetzt echt hart. Mich im Dauer... Oh Gott, das ist ja echt der kolossale Abfuck. Jetzt habe ich natürlich den Multiplayer-Schwierigkeitsgrad drin. Das ist natürlich echt bitter. Der wird ja jetzt nicht runter skaliert, sondern ich spiele jetzt gegen den, als ob wir vier aktive Spieler wären. Und dementsprechend muss ich den zuerst mal legen können. Und da ist der noch so agil und so weiter. Gut, Solo muss man auch so gegen den spielen. Aber ich denke, Solo ist vielleicht Pistole auch nicht die sinnvollste Wahl gegen den. Oh, leck. Der stürmt da einfach los. Ich habe es schon manches Mal geschafft, wenn ich dann Solo noch weiter das Monster legen musste. Bei Boreus zum Beispiel war das schon ein, zweimal so. Aber ja, hier bei dem da, da habe ich jetzt auch noch nicht so oft gespielt. Oh mein Gott. Nervt der. Brenne ich? Oh, ich brenne. Och, hä? Wo kam der jetzt her? Wollen mich verarschen? Ach, bin down gegangen. Klasse. Noch zwei Versuche. Es wird eng. Es wird sehr eng. Es wird sehr eng. Der macht da seine beschissenen... Jo, alles klar. Och, komm jetzt. Ich will das hier eigentlich schaffen. Ich habe kein... Nachladen. Danke. Ich sag ja, das Nachladen nervt ein bisschen. Machen wir noch unser letzter Move. Verteidigungsbonus. Jo, alles klar. Oh mein Gott, scheiße, Mann. So ein Dreck. Ja, das Wort hatte recht. Das Wort hat gesprochen. Bitter. 27 Minuten, kein Erfolg zum Kotzen. Ist halt so. Was soll man sagen? Schwelende Bluthaut, ätherische Kronenplatte, schimmernder Arkstein, traumhaft. Und Jagdpassfortschritt zum Kotzen. Schade, schade, schade. Das da ärgert mich jetzt schon. Mensch, nochmal, scheiße. Oh, ich hasse sowas. Das war bei Monster Hunter immer schon so. Wenn man 27 Minuten oder da war es ja noch schlimmer, hat man manchmal 40, 50 Minuten gegen ein Monster gekämpft und hat dann, hat es dann ganz am Schluss nicht geschafft oder so. Das war echt richtig zum Kotzen. Jo, schade. Da haben wir da nicht so viel gesehen. Würde ich sagen, machen wir im nächsten Part ungefähr an der Stelle weiter. Was ich machen werde, ist halt diese drei Monster. Die werde ich jetzt off-Kamera machen. Deadfrost Boreus haben wir schon gesehen, habe ich ja gesagt. Den Rockfallscan ebenso. Und hier der Firebrand, Blood Fire Emberman. Da braucht man einfach eine gute Gruppe. Da braucht man ein bisschen Glück, sage ich mal. Ja, und der liegt mir wirklich noch gar nicht so. Aber, jo, wie gesagt, freue ich mich drauf, mach die drei Dinger platt und dann sehen wir uns im nächsten Part, werden dann die Quest abschließen und dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Wünsche euch einen schönen Tag, vielen Dank für die Unterstützung, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao.